Und ein fröhliches Hallo wünsche ich euch zu einer neuen Folge von Ark New Valhalla. Ja, der Ork ist dabei. Ja, hallöchen. Der Dynamo. Hallihallo. Und meine Wenigkeit. Ja, heute wollen wir mal eine kleine Höhlenforschung machen. Also Höhlenforschung betreiben. Mal gucken, vielleicht finden wir ja einen Schatz. Da würde ich mal sagen. Boah. Onkel, voran. Ja. Was wollte ich sagen? Warum nennt ihr eigentlich das New Valhalla? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Weil Valhalla ist ja kaputt. Oh, leck mich am Arsch. Oh ja. Yeah. Also hier drinnen könnte man sogar bauen, aber halt nur ein kleines Ding. Cool. Ja. Gefällt mir. Das sagt er, plane ich zu bauen. Das dann jetzt lande ich hier mal kurz so. Und mache hier mal ganz kurz. Piraten. Ob ich, hier, ich will mal ganz kurz. Ob ich hier rein ein Flachkörper. Mach einen Flachkörper. Boah. Ich möchte da jetzt. Alter. Kommst du denn da unten raus? Keine Ahnung. Ja, man kommt hier hinten raus. Warte. ich laufe gerade dorthin. Hier kommt man raus. Siehst du mich? Alter, guck mal hier in das Wasser. Das ja, geht aber so ich will weit runter. Gucken, ob man rein und rauskommt. Ja, da kann man dann durchtauchen und dann kommt man dann auf dem Meer raus. Ach so. Krass, wenn du von der Wasseroberfläche könntest du besser runtergucken. So, ich lach mich kaputt, wenn ihr da nicht mehr rauskommt. Doch, das geht. Wir haben es extra eingebaut, die Entwickler. Hier, so. Yay. Ja, dann zeige ich euch das auch jetzt mal. Flachgebauer. Extra gewordet, bis er sich sicher ist. Richtig. Ah, hätte man nur eine Taucherbrille, wäre das bestimmt noch geiler. Ein kleines bisschen runtertauchen kann man ja mal. Mal gucken. Stimmt dann ein Vieh unten? Ich weiß es nicht. Bei der Hälfte werde ich auf jeden Fall wieder hochgehen. Ah, oh, das ist der Hälfte. Oh. Oh fuck. Schwimm schneller. Oh fuck. Schneller. Oh, ich ertrinke. Oh fuck. Und bin oben. Oh fuck. Oh, okay, ich bin da. Oh, das war jetzt gerade nervenzerreißend. Weil ich bin ja schon mal so gestorben bei Trap Wars. Also wenn man ganz knapp über der Wasseroberfläche ist, kann man runtergucken komplett. Ja, eben. Das sieht schon geil aus. Mega krass. Ja, habe ich zwar ein bisschen Energie jetzt verloren, aber das war es mir wert. So. Also ich hätte hier schon eine gute Idee, was man hier drin schnubbeln könnte. Hier oben so eine kleines Dingsbums. Und draußen Bumsdings. Genau. Das ist ein richtig schöner Piratenstützpunkt, kann man hier so bauen. Okay, na, das ist dann. Okay, hier gibt's auch nichts weiter, also haben wir auch keine Angst. So, Schmugglerpunkt. Ach, ein Bronto. Okay, jetzt wollen wir mal rüber auf die Dings fliegen, auf die. Auf Nebium? Ja. Das Nebium? Ja. Die Insel? Ja. Und wie ihr seht, wie gigantisch das ist, im Gegensatz zu der ersten Map. Wirklich Respekt an die Jungs, muss ich schon sagen. Sehr hübsch. Aber ich lande gleich drüben nochmal. Oh, scheiße, jetzt habe ich natürlich einen Timer vergessen. Hast du einen an? Ich? Nein. Super, dann habe ich jetzt mal angeschalten. Ich rechne einfach mal 3 Minuten drauf oder so. Oder waren wir jetzt 5 Minuten schon da drin? Keine Ahnung. Egal. Aber halt ein bisschen länger. Ich bin nochmal gelandet. Ja, aber wo? Ja, du bist doch hinter mir hergeflogen. Da. Oh, fast synchron. Nur noch fast. So, okay dann. Aber trotzdem fast. Also ich glaube,
dass wir heute keinen Drachen mehr finden werden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass... Ja. Deswegen will ich ja hier auch mal auf den Gipfel schauen. Vielleicht schwirrt er da oben rum. Meinst du, dass der in der Schneelandschaft rumfliegt? Ich weiß nicht. Kann alles sein. Ui. Oh, ein Rex. Was für ein Level? Level 3. Braucht kein Mensch. Aber es ist ja, schön. Da hinten ins Nebel rein. Da ist auch ein T-Rex. Boah, das klingt so geil, wie die hier durch den Schnee stapfen. Die Mammuts. Ach, dann meintest du wahrscheinlich den T-Rex, wa? Ja. Der gerade den Ankylo da. Ankylut. Wenn ich da oben im Nebelgebirge, könnte einer sein. Weil. Ich höre sie ja broch. Drachen rauchen ziemlich viel, habe ich gehört. Weiß nicht, ich dachte, die haben das mit Chili. Nee. Schlecht. War schlecht. Oi, guck dir mal diese Masse an Wölfen an. Hui. Wahnsinn. Warte, ich nehme ihn mit. Habe ich einen? Oh. Das ist eine schöne Herde. Nee, habe ich nicht. Oh, mir ist kalt. Nicht nur dir. Oh, was denn jetzt? Warum treten meine um? Ach, scheiße, nein, nicht hier landen. Oh, fuck, er muss landen. Gut, okay. Wir sind ja schon da. Achtung, Ankylo. Das ist kein Ankylo, das ist ein Adler. Ach, Adler halt. Warum sage ich denn Ankylo? Aua, das ist bisher nicht angreifen, Junge. Nein, ich hab nicht angegriffen, das war der Adler. Okay, wir sind hier ganz oben, hier sind noch Mammuts. Jo, wollen wir jetzt nach rechts fliegen? Also rechts lang, irgendwie so? Hier lang? Nein. Irgendwie erinnert mich das hier an Herr der Ringe. Warum hast du einen Ring gefunden? Nee. Aber ein Herr. Richtig. Oder ein der. Oder ein der. Seid ihr jetzt schon weitergeflogen? Ja. Oh, noch ein Rex. Was für ein Level? Level 2. Welche Richtung? Richtung, wenn du auf der Karte guckst, selbe Insel da, wo das Schneebion aufhört, diese Richtung. Oh, der hat mich entdeckt und kommt auf mich zugerannt, das Scheißvieh. Schon geil, oder? Wie er mich stolpert. Im Osten? Jetzt habe ich irgendwie keinen mehr von euch im Blickfeld. Ich sehe dich aber. Ich bin hinter dir. Richtung Osten, Sergeant? Nein. Westen. Westen? Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Deswegen. Ich fliege hier gerade hin und her. Ja, ich sehe dich doch, Onkel. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. T-Rex, da unten. Wieder einer. Ich sehe aber nicht, was es für einer ist. Du musst Fernglas einpacken, ne? Richtig. Hä? Ah ja. Level 2, was ist denn das hier für Peter, die hier rumfliegen? Hm. Jo, mach hoch. Das war immer zu viel. Fleischfresser. Gucken wir jetzt noch in dem Schneebiom rum, oder willst du weg hier? Ah, da sehe ich Onkel jetzt wieder. Jetzt müssen wir nur noch unseren Kompagnon finden. Seid ihr noch im Ja. Ja. Wir kommen jetzt wieder zum Berg. Ich denke mal, dass im Schneebiom heißt.
Sorry. So, ich bin jetzt wieder oben beim Gipfel. Wieder ein T-Rex. Beim Gipfel. Ja, also ich bin jetzt ganz oben. Klick da jetzt mal lang. Vielleicht sehe ich Ich dich. bin gerade so versucht, euch entgegenzufliegen. Da hinten ist, siehst du die kleine Schneeinsel? Links oder rechts von dir? Eine Schneeinsel. Ja, ich sehe gerade keine Insel. Blick einfach beim Berg ganz oben. Also diesem Bergpfad entlang. Ich Oder komme wieder. Bergweg. Was zum Geier war denn das? Ach, die Mammuts, ey. Alter, machen die einen Krach. Jetzt nur, okay. So, jetzt fliege ich den Bergpfad mal wieder zurück. Ich komme gerade zum höchsten Berg. Also ich bin hier wahrscheinlich auf dem See oder Vielleicht sowas, weil da. hier das sieht aus wie ein Wasserfall. Jetzt ist es noch Oh, nebelig. ich müsste vielleicht mal was essen. Ah ne, ich war in der Wolke drin. So, ich bin jetzt am höchsten Punkt bei diesem Berg. Warte, ich tanke mal kurz Stamina, ich komme gleich. Onkel, magst du mal bitte hoch auf den Berg kommen, bitte? Geht schon was los? Da bist du. Ah, gut. Jetzt guck du mal nach rechts, Dynamo. Siehst du diese kleine Eisinsel da hinten? Rechts. Ja, wenn du jetzt nach rechts guckst. Sehe da keine Insel. Okay. Komm einfach mit. Jetzt suchen wir den Onkel. Ich komme gerade hochgeflogen. Wenn du sagst, du bist am höchsten Punkt, ich fliege gerade hin. Okay, dann warten wir da. Also ich bin jetzt hier am höchsten Punkt und ich sehe aber die Eisinsel. Du siehst die Eisinsel? Ja, und ich bin auch am höchsten Punkt und du erzählst mir irgendwelchen Quark hier. Ich bin hier auch am höchsten Punkt. Komisch. Okay, dann lass uns auf die Eisinsel fliegen. Okay, komm mit, Treffen wir Dynamo. uns da. Ja, ich komme. Aber ich fliege natürlich ein bisschen tiefer. Vielleicht finden wir hier ein schnuckliges Dinochen. Darf ich unbedingt seinen scheiß Gigant haben? Meine Vogel ist zerbrochen. Ich höre hier immer nur Boom, Boom, Boom. Ja, das sind die Mammuts. Drecks. Jetzt sehe ich die Eisinsel. Ja, da gibt es bestimmt Pinguts. Gut, hier ist es auch nicht mehr so kalt. Drehe ich Der mir wenigstens meinen Zipfel Eisinsel? nicht ab. Auf der Eisinsel ist nicht so kalt? Also hier, ich bin in diesem Waldstück jetzt, Was? wo Die keine Blätter mehr Geräusche. sind. Blablabla. Ich bin jetzt auf der Eisinsel. Oh ja, da gibt es wirklich Pinguine. Hui. Oh, nehme ich gleich einen mit. Hab ich ihn? Warum kann ich den nicht nehmen? Na egal. Will ja nicht ärgern. Das ist eine Familie. Nicht kaputt machen. Kleine Familie von Pinguinen. Oh mein, guck mal da unten, wie sie rumtudeln. Oh nee, süß. Ich finde die Pinguine total putzig. Sehr auch. Hui. Das ist aber auch eine geile, geile Landschaft zum Bauen hier. Auf jeden Fall. Mit der richtigen Fellrüstung. Mit der richtigen Fellrüstung. Ja, wo seid ihr denn?
Ich sehe die Pinguis schon mal. Coming. Aber jetzt habe ich ihn, oder? Ja, so. Ich habe einen Pinguin. Siehst du ihn? Ja. Oh, wow. Ich habe einen Pinguin. Der kann jetzt nicht mehr fliehen. Na komm her, Pinguin. Ach, nicht die süßen Viecher töten. Weißt du, was sie Schönes geben? Was denn? Organic Polymer. Bitte was? Organisches Polymer. Und Prime Meat. Alle Pinguin-Familie. Oh. Ach, du trägst den mit, Mann. Alter, Junge. Versuchst du den die ganze Zeit zu schnappen, oder was? Wie er dich anschreit. Ey, oh. Ey. Mann. Wo ist mein Vogel? Genau über dir. Jetzt der Kleine hin, den ich gerade... ...fassen wollte. Wozu brauchst du die Polymere, Brabidanik? was? Wie heißt das? Organic Polymer. Ah, Organic Polymer, okay, fast. Ja, es gibt auch Polymerplatten, ne? Für Elektronik. Und das ist halt dieses Polymer. Und das ist halt günstiger. Da müssen wir ganze Familien ausrotten, ey. Aber das gibt gut Prime. Aber egal. Ich habe hier richtig rumgeguckt, rumgeschnubbelt. Warte mal. Onkel, du solltest dir einen anderen Pinguin suchen. Warum? Den musst du noch aufziehen. Ja, bin ich. Ach so. Ja. Ja. Den musst du noch aufziehen halt. Hm. Naja. Ich lande mal hier auf der mittelsten komischen Insel mit den Löchern. Ach da. Ja, ich weiß noch, bei Tribe Wars gab es diese Insel auch. Genau die. Ja, da hat die gefürchtete Rotlichtrandale mal was hingebaut. Und ja, mussten wir abreißen. Warum? Weil das ein bisschen unfair war. Aber noch ein Stück nach vorne muss ich, dann habe ich ein richtig geiles Bild. Ah, so, und einmal Snapshot. Ich wüsste, welcher Knopf das war. Und erledigt. Perfekt. Ja, mit diesem hübschen Bild wollen wir uns auch mal verabschieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wie? Bist du noch gerade bei 14, 15 Minuten? Ja, plus 6 Minuten. Ja, gut. Ja, also danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Onkel, dass du dabei warst. Okay, dann verabschiedet er sich nicht. Danke, Dynamo, dass du ja, dabei warst. Bitte. Und hat wir Spaß sehen gemacht. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.